Hallo, meine Wolfies, zu einer neuen Folge der Sims 4 100 Baby Challenge. So, was hat sie für ein Problem? Ich habe doch gerade auch sie gewechselt, oder nicht? Was gefällt ihr nicht? Eklige Sanitäranlagen. Ja, wir hatten ja wen engagiert. Die kommen nur leider erst morgen. Ist in Ordnung. So, ich wollte aber mit euch allen. So, wie sieht's leveltechnisch bei dir aus? Zack. Du bist voll. Du auch. Du nicht. Zack. Du musst Motorik. Dann gehst du hier da spielen. Für deine Motorik. Und du brauchst sozial. Wo bist du denn gerade? Da hinten und sprichst mit der Wand. Ist ja geil. Hier rumblödeln. Über Schule reden. Rumblödeln. Und nochmal rumblödeln. Ja, today's the day. Ist in Ordnung. So, du hast noch gar keine Fähigkeiten. Das müssen wir aber auch dringend ändern. Deine Fähigkeit. Was könnte deine Fähigkeit denn sein? Deine Fähigkeit ist nicht, den Scheiß wegzuräumen von deinen Geschwistern. So, sie ist jetzt auch durch. Von wem war das Essen da? Es war deins. Interessant. Das könntest du auch mal aufessen. So. Deine Fähigkeit. Da sortierst du jetzt auch kein verdorbenes Essen aus. Du gehst hier einfach mal. Hier, Spiel. So, was ist denn jetzt Verdorbenes im Kühlschrank? So, jetzt dürfte alles Verdorbene wieder weg sein. Haha. Sudele, du musst dann gleich noch deine Hausaufgaben machen. Lara, du bist eine ganz tolle Mama, aber du musst jetzt da oben das Bild mal zu Ende malen. Das da. Fortsetzen. Super. Das ist richtig eklig. Es wird Zeit, dass diese komische Putzfrau mal kommt. Du willst mit deiner Mom reden, du bist schon wieder am Pennen. Du musst aber mal was essen. Steh auf und iss. Du, was habt ihr jetzt generell also für Bedürfnisse? Du bist voll, du bist auch weitestgehend voll, du müsstest nachher was essen. Du sollst gerade was essen, du musstest mal aufs Klo. Hast du jetzt eigentlich gelevelt? Nein, hast du noch nicht. Das heißt, du gehst jetzt danach. Auch wieder hier spielen. So, du bist voll, du auch. Und da, okay. Du bist leveltechnisch auch noch nicht so ganz so weit, ne? Kreativität. Geh an dein Klavier. Ab in den Keller mit dir. Geh an dein Klavier. So, wir haben immer noch keinen Whirlpool, ne? Wo könnten wir denn einen Whirlpool hinpacken? Wie wäre es, wenn wir hier hinten eine Tür reinzimmern. Zack, das machen wir jetzt mal. Und dann einen Whirlpool reinsetzen. Wozu zählt der Whirlpool? Komfort? Zum Komfort? Komfort. Die Aktivitäten und Fähigkeiten. Zählt er dazu? Was bist du denn? Zukunftswürfel. Ah. Okay, wozu zählt das denn? Elektronik? Nein. Wozu zählt das Ding? Sanitär? Badewanne? Es zählt zu den Badewannen. Ja, nee, ist klar. So. Dann werden wir mal eben möchte, wenn auch schon. Super, den ganzen Raum. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Boden.
So. Dann werden wir so eine Lampe auch dahin setzen und werden jetzt einfach die Wand da wegnehmen. Was, diese Wand existiert nicht? Klar existiert eine Wand. So, und jetzt werden wir so. So, passt doch. Oh, der Boden. Perfekt. Jetzt haben wir unseren Whirlpool auch wieder. So, du solltest Klavier spielen. So, du bist am PC. Lektion Einzelgänger, das ist gut, das ist gut. Du bist damit durch, du bist gerade auf dem Pott. Sind die sich da am Rangeln gewesen gerade? Ich weiß nicht, ob ich das so gut heißen soll. So. Dann ziehen wir das da mal rein. Ach, die zeigen sich komische Fotos. Das machen die da. Herr Lautsteller. Okay. Wir müssen auch mal gucken, dass Vincent irgendwann mal wieder an die Steche kommt. Die spielt da unten Klavier. Und du gehst jetzt da nochmal ran. Und dann würde ich sagen, spulen wir ein bisschen. Wir wollen ja noch, dass die ausziehen, gell? Gibt es ja eigentlich in der Umgebung irgendwo diese komischen Steinchen? Keine Steine? Gibt es da irgendwo Steine? Da gibt es einen Angelpunkt, da gibt es Steine. Aha. Nee, Vincent. 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 Geh mal die Steine holen. So, dann kannst du... Gibt es hier noch mehr? Nö. Nö. Doch hier, zack, da gibt es noch mehr Steine. Die kannst du auch mal holen gehen. Und sonst gibt es hier aber keine Steine, oder? Hallo, Tony. Nee, sonst gibt es keine Steine. Doch, doch hier. Aha. Graben. Kannst du hier mal so ein Fröschchen suchen. Und dann kannst du mal nach Hause kommen. Und es ist ja nicht mehr so weit. So. Da steht ein Glas. Das tun wir mal weg. So, sie ist gerade was essen. Das Bild müsste demnach fertig sein. Hey! Ich hab das gesehen. Ich hab das gesehen, Madame. Das musst du jetzt auch reparieren. Selber schuld. Wer nicht hören will, muss fühlen. Das habe ich dir schon mal gesagt, dass du das nicht kaputt machen sollst. So, ist sie denn jetzt vom Level her weiter? Levelst du den auch schön? Ja, sie ist fast durch. Super. Und du lässt das Geschirr stehen. Wer da klopft? Emilsoft möchte vorbeikommen. Ja, komm, Emil. Emil ist immer willkommen. Lässt du den Scheiß jetzt stehen? Ich möchte das selber wegräumen. Da kriegen wir Geld für. So. Emil ist da. Emil, du wirst jetzt von ihr begrüßt. Hier, stell dich mal freundlich vorstellen. So. Jetzt hör auf mit deiner Schwester zu quatschen. Geh deinen Bruder begrüßen, ja? Dein Bruder ist wichtiger. Emil ist der coolste von allen. Wieso ist Emil wütend?
Ah, Buster Bay, Doofka. Nima Shorb, Sush. Buster Bay. Vela. Bini Fina? Fweb Jabe. Wixen Banasa. Versuchen wir zu beruhigen. Hibs. Okay. Hat's geklappt? Emil, du bist immer noch so ein bisschen dick. Hast du dich abgenommen? Narbo Shoib. Nelfi Duba. Ja, Tipps bitten. Über Schule reden. So, dann ist gut. Dann hast du dich genug mit dem beschäftigt. Was hat er denn alles jetzt gefunden? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Was ist das denn? Eine Schatzkarte. So, ein paar Steine hast du gefunden. Konnte man die nicht irgendwie wegschicken oder so? Und dafür Geld kriegen? Ja, ich möchte dieses Objekt verkaufen. Dieses auch. Hier konnte man die nicht irgendwie... Hä? Hier, weg damit, Frosch. Ja. So, und dann kannst du bitte was essen. Und ich würde jetzt gerne wissen, was man hiermit nochmal machen konnte. Fossilien extrahieren. So. Hallo, ich möchte es gerne verkaufen. So, ich verkaufe alles. Zack. Nein, ach, das will ich auch verkaufen. So. Er kommt ja jetzt dann nach Hause. Wo ist Emil schon wieder? Wollte mit ihr doch auch Emil begrüßen. Ist Emil jetzt hochgegangen? Emil ist nicht hier oben. Emil ist nicht im Garten. Oh, wir müssen dringend mal die Pflanzen gießen. Bewässern. Alles ernten. Da ist immer noch ein schwarzer Fleck. Kriegen wir den eigentlich weg? Können wir den irgendwie rauswaschen aus dem Gras oder so? Da unten ist Emil. So. Gehst du ein bisschen. Danach mit deinem Sohn in mein Quatschen. So, ihr seid alle soweit. Wie auch keiner auf die Idee kommt, das mal sauber zu machen. Oh, sie macht freiwillig ihre Hausaufgaben. Das ist ja cool. Zack. Wie viel Essen ist jetzt eigentlich wirklich noch da? Nein? Meine Güte. So, jetzt gucken wir nochmal nach. Wie viel Essen ist wirklich noch da? Da sind noch 3 von übrig. 10. 12. 15. 20. 27. Okay, 33 Essen, das reicht auf jeden Fall. So, alle gehen Fernsehen gucken. So, und sie geht jetzt mit Emil quatschen. Sie geht mit Emil quatschen. Ist sie eigentlich wieder nach Hause gekommen, um was zu essen? Du sollst was essen, du doofe Nuss. Kommst du jetzt mal nach Hause? Du sollst jetzt was essen. Wo bist du eigentlich schon wieder, dass das nicht funktioniert? Hey, er ist manchmal dümmer als, alle anderen auf der Welt. Ein Zitronenbaum. Warte, halt, stopp. Halt, stopp. Geh diesen Zitronenbaum ernten. Ich will Zitronen anbauen. Eine Errungenschaft? Aha. Wow. Ich wusste nicht, dass es für sowas eine Errungenschaft gibt. Aber scheinbar gibt es das. So. Und dann können wir hier nämlich... Zack. Und dann kann sie... das pflanzen. Wow. Haben wir einen Zitronenbaum. Wow. Weiterentwicklung, Ableger nehmen. Nein, okay. Ist alles in Ordnung. Hier, du kannst mal mit deinem Bruder reden. Kennst du deinen Bruder schon? Lerne deinen Bruder. Deine Schlafklamotten.
Ah. Kima Parstub. So, hier. Java. Oh. Über Liebesleben beschwer dich über dein Liebesleben. Oh, Cardool. Jabba. Beschwer dich jetzt über dein Liebesleben. Shurina Zanis. Amki Habs Goofa. Ah. Ja. Okay. Könntest du auch einfach mal. Freaky Yibs. Freaky Yibs. Das anziehen. Okay. Was tust du da? Nein. Hier. Halt, stopp. Da passt man einmal nicht auf. Und dann springt ihr ab. Was soll das denn? Hier, hast du deine Hausaufgaben fertig? Mach deine Hausaufgaben. Hast du deine Hausaufgaben fertig? Mach deine Zusatzhausaufgaben. 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 Okay, das hätten wir jetzt mit jedem weiterziehen können, aber... Okay, ja. Ist ein bisschen ungewohnt, dass Lara die ganze Zeit nicht schwanger ist. Aber Lara, du kannst mal Fische kaufen hier. Fisch kaufen. Wir holen. Ein exotischer Goldfisch. Ein Buntbarsch. Ups. Ja, dann geh Fische beobachten. Ein Salamander. Oder was auch immer du bist. Ein Salmal... Ich kann es nicht aussprechen. So. Kaufen wir ein Guppy. Das ist aber ein großer Guppy. Wie viele Fische können denn da noch rein? Achso, ist voll okay. Wunderbar. Hast du da jetzt irgendeine Erkenntnis rausgezogen? Ach, wir hätten noch den einfach da reinziehen können, ne? Hätten wir den da nicht reintun können? Ja gut, wir legen den toten Fisch auf den Boden. Ist in Ordnung. Oh, guck mal, das ist doch schon irgendwie süß, oder? Die ganze Familie sitzt da und macht Hausaufgaben. Also, die ganze Familie, die ganzen Kinder. Finde ich irgendwie süß. So. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal. Wer von euch müsst ihr denn mal ins Bettchen? Wir haben Sonntag, das heißt, die müssen morgen alle zur Schule. Was will sie denn machen? Sie will ihn küssen. Ah ja, okay. So, du gehst dann ins Bett, wenn du damit fertig bist. Du gehst duschen. Du isst hier eine schnelle Mahlzeit. So. Du gehst aufs Klo und isst dann noch was. Du gehst... Oh, jetzt weiß ich, warum da einer fehlte. Sie war noch am Klavier. Ja gut, dann brauchst du deine Zusatzhausaufgaben jetzt auch nicht machen. Du hast so fleißig das am Klavier geübt. Gibt es hier unten nicht auch noch irgendwo? Ja, genau, hier gab es noch ein Klöchen, das du mal verwenden kannst. Ja, jetzt trippelt sie da so hin. So, dann kannst du was essen. Und danach könnt ihr alle schlafen gehen. So, du gehst aufs Klo und isst was. Ach, sie ist hier oben, okay. Geht da aufs Stinkeklo. So, dann kann sie hier auch was zu essen nehmen, öffnen. Was ist die hier von? So. Lara kann dann... Geht einfach auch mal duschen. Und kann danach mal schlafen gehen. Du... Isst bitte noch eine Kleinigkeit. Halt. Nein, hier wird nicht gegrillt.
Der Fahne? Oieiei. Dass sie da das immer so Probleme mit diesem Kühlschrank haben. So. Hast du jetzt was gegessen? Nein, die hat nichts gegessen. Was läuft falsch mit euch? Was? Hier, setz dich. So, und jetzt? Nimmst du dir davon was? Meine Güte, ey. Ihr seid alle so kompliziert. Die schlafen. Isst das auf. Seid doch nicht alle so kompliziert. Meine Güte. So, du wirst schon schlafen. Du wirst schlafen. Du hättest auch mal duschen gehen können. Das kannst du aber noch morgen machen. Vincent, steh auf. So. Du kannst dich jetzt auch mal hier zusetzen. So, so. Und dich mit unterhalten. So. Dann steigt dein Sozial vielleicht auch ein bisschen. Und Vincent, du kannst im Anschluss wieder ins Bett gehen. Bist du gerade am Kacken? Bist du gerade am Kacken? Sah auf jeden Fall so aus, als wäre der da gerade schön am Abseilen. Okay, du gehst jetzt mal bitte aufs Klo. Sollte die nicht eben schon mal aufs Klo gehen? Was ist falsch mit euch? So, danach kannst du dann auch schlafen gehen. Das ist nicht dein Bett. Du kannst danach dann auch mal schlafen gehen. Du kannst dann mal schlafen gehen. So, dein Bett war das hier, glaube ich, oder? Nee, das hier. So, gehst du da schlafen? Die liegen hier beide. Einer von denen schnarcht. So. Weg damit. Und du gehst jetzt auch mal schlafen. So, dann kommt das hier in den Müll. Und wenn sie denn dann alle schlafen, können wir die Folge beenden. So. Geht alle ins Bett. Schneller. Verschwindet alle in euer Haierbettchen. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.